Ich guck nicht zu euch hin, ich mach das einfach nur so. Hallo Krefeld! Wow. Ich sag's euch mal, wie es ist, das ist ein Scheißtag. Ich sag euch auch warum, weil ich euch gewünscht hätte, dass wir in der ersten Liga bleiben. Ich hätte mir das gewünscht für diesen stolzen Verein. Es ist unfassbar. Diese Fahne habe ich gesehen beim ersten Spiel in der Rheinlandhalle 1995. Da hing sie genau an der Nordecke Obere West. Und ich durfte jetzt auf dieser Fahne unterschreiben, was mir unglaublich viel bedeutet, weil ich bin verdammt nochmal nur der Stadionsprecher. Dieser Verein ist so riesig, riesig groß. Ich habe das so oft gesagt, dass kein Name größer ist als der Verein. Aber wenn ich sehe, was ihr mir hier für einen Empfang bereitet, dann macht mich das fix und fertig. Ich habe beim Warm-up Rotz und Wasser geheult. Ich sag's euch, das wird auch gleich noch passieren, hundertprozentig. Genau das sind wir, alles Krefelder Jungs, Krefelder Mädels und Krefelder Divers, muss man ja heute auch sagen, um das ganz vorsichtig zu machen. Aber ich freue mich irre, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich irre, dass wir dieses letzte Spiel in der DL zusammen machen können. Und ich sage euch das ganz ehrlich, es ist so insofern für mich hart, weil ihr seid erstklassig. Alle, wie ihr seid erstklassig. Ihr habt die erste Liga verdient. Eure Treue ist es, eure Leidenschaft, eure Energie, alles das, was ihr reinbringt. Das ist das, was Krefelder Eishockey so wahnsinnig groß macht, was es so toll macht, so unwiderstehlich macht und ich glaube, so einmalig in Deutschland. Und deswegen heute das letzte Spiel gegen Mannheim. Ich möchte auch natürlich den Mannheimer Fans ein herzliches Willkommen hier in der Jaila Arena wünschen. Hallo, schön, dass ihr heute bei euch seid. Und ich sehe ein paar Gesichter, aber solange meine Tränen noch irgendwie gehen, würde ich auch ganz gerne die Mannheimer Fans als ein Beispiel nehmen, denn ich darf heute hier entscheiden, dass es heute mein letzter Spieltag ist als Stadionsprecher für die Pinguine. Beim Deutschlandcup werde ich nochmal da sein, das habe ich Toni Söderholm, das habe ich dem Deutschen Eishockeybund versprochen, aber vielleicht auch für euch, für die Mannheimer Fans, ihr steht jetzt stellvertretend für, wir hatten hier in der Halle, ich glaube, seit ich das mache, über 2 oder 2,5 Millionen Besucher und heute ist ein voller Gästeblock, was ich echt toll finde und von Herzen wünsche ich euch viel Erfolg für die Playoffs, die da kommen werden, viel Erfolg dafür natürlich. Und ich darf diesen Tag heute selber bestimmen. Wenn ich aber an meinen Amtskollegen bei euch in Mannheim denke, an Udo Scholz, der ist leider verstorben. Er durfte seinen Tag nicht selber bestimmen, wann er aufhört. Und deswegen möchte ich an so einem Tag nicht nur an Udo Scholz denken, sondern auch an Leute wie Robert Müller, an Leute wie Werner Moschi aus dem Fanprojekt, an Leute wie Herbie, an so viele Menschen,
die heute nicht mehr bei uns sein können. Und denen gehört dieser Applaus, denn sie haben sich verdient gemacht um das Eishockey in Deutschland und in Krefeld. Ich möchte mich grundsätzlich bedanken bei den Fans in der ganzen DL, in ganz Europa, zum Teil weltweit. Was haben wir hier für Spiele erlebt mit der CHL, egal woher. Es war großartig, was wir hier für Spiele gesehen haben. Mein Gott, da stehen die ganzen Jungs schon, Wahnsinn. Also, wir haben so viele tolle Spiele erlebt, auch die ganzen Fans aus den anderen Vereinen, egal ob es Köln oder Düsseldorf, Iserlohn, egal wo sie herkommen. Es hat immer riesig Spaß gemacht. Wir haben tolle Aktionen gemeinsam gemacht. Wir haben Charity-Aktionen gemacht, Stadtwetten mit der DEG. Wir haben über 10.000 Euro für einen guten Zweck gesammelt, mit euch allen gemeinsam. Also insofern, auch das sind tolle Ergebnisse, die wir erzielt haben. Und ich danke auch ganz bewusst all denjenigen, die mich vielleicht gar nicht gut finden, die sagen, das ist immer viel zu viel, Christian Peters lacht, viel zu viel Hype um eine Person. Ihr habt mich auch gepusht, ihr habt dafür gesorgt, dass ich es für euch alle gut machen wollte. Und insofern, dass man niemals die Bodenhaftung verliert. Dafür also auch ganz, ganz herzlichen Dank, denn auch die, die einen nicht mögen, pushen einen relativ ordentlich. Das ist extrem wichtig. Jetzt stehen die ganzen Verbrecher hier, weil denen möchte ich natürlich auch Danke sagen. Also, seien es alle Ehrenamtler, alle Hauptamtlichen von der Jaila Arena, damals Königpalast, ob es die Malteser sind, ob es die Polizei ist, alle Rettungskräfte, Sicherheitsdienste und ganz besonders natürlich unser Schiedsgerichtsteam, unser Sprechertischteam, die stehen hier vorne alle. Zum Teil machen die Jungs das seit über 50 Jahren. Ob das Jockel ist, ob das Wolfgang ist, ob das Bodo ist, ob das Ottmar ist, mal einfach nur exemplarisch. Ohne die Jungs würde nicht ein Spieltag hier richtig hinhauen. Ohne all die Ehrenamtler, die sich wirklich den Allerwertesten aufreißen, denen gehört ein riesiger Applaus. Dankeschön. Natürlich ein Riesendankeschön, ich habe ihn gerade hier gesehen, an Marc Torke. Ein Riesendankeschön an Stefan Volland, unseren DJ Volli. Ihr zwei, ihr seid nicht nur die DJs an meiner Seite gewesen, denn das, was ich heute gewinne, sind echte Freunde. Wir haben so viel hier erlebt, so unglaublich viel hier erlebt gemeinsam. Wir haben so geile Schlachten geschlagen und hör auf zu heulen, du Arschloch. Wir haben so große Schlachten geschlagen und das, was ich mit euch habe, das bleibt halt ein Leben lang. Das ist nicht nur hier im Stadion, das geht darüber hinaus. Und dafür euch ganz, ganz herzlichen Dank. So, drei Dankes habe ich noch. Drei Dankes habe ich noch. Einmal Renate und Wolfgang. Meine Tante und mein Onkel, die hier im Stadion sitzen, gemeinsam mit meinem Patenkind. Gib mir den Moment noch, bitte, gib mir den Moment noch, bitte gib mir den Moment noch. Mein Onkel Wolfgang war es mit meiner Tante Renate, die mir damals 1995 ein Ticket geschenkt haben für ein Spiel, KV gegen KC in der Rheinlandhalle. Das ging 2-6 verloren. Ich stand auf der Nordtribüne, mein Herz war für immer ans Krefelder Eishockey verloren und so wird es immer bleiben. Renate, Wolfgang, Dankeschön. Und heute sitzt da auch mein Patenkind, die genau 18 Jahre alt geworden ist vergangene Woche. Selina, dein Applaus, genauso alt wie du bist, solange mache ich diesen Job hier. Dankeschön natürlich an euch alle. An euch alle, wie ihr hier seid. Ob ihr hier unten steht mit dieser Fahne, ob ihr hier alle steht. Ich durfte das für euch machen. Ich durfte eure Stimme sein. Ich habe das nicht als Selbstzweck gemacht, wobei Marc und ich, als wir damals mit 24 Jahren das gestartet haben, wir waren die geilsten Jungs der Welt, definitiv. Aber wir haben das für euch gemacht, wir durften eure Stimme sein und das ist ein unschätzbares Privileg. Ich habe das nicht zum Selbstzweck gemacht. Ich freue mich, dass ihr heute alle hier steht, dass ihr auch mir zujubelt, den Jungs hier zujubelt. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für eure Energie, eure Leidenschaft. Ihr seid Krefeld, ihr seid die Pinguine, ihr seid der KIV, verdammt nochmal. Einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch.
einen brauche ich noch. Und das geht auch da vorne hin. Denn da sitzt das, was mein Leben ist. Da sitzen zwei von meinen drei Töchtern. Da sitzen Luisa, da sitzen Frieda, in Gedanken Marie. Da sitzt die Liebe meines Lebens, da sitzt meine Mama, da sitzen meine Freunde und meine Familie. Und die haben ganz, ganz lange auf den Papa verzichtet, Frieda. Die haben ganz, ganz lange auf den Papa verzichtet und jetzt ist es an der Zeit, ihnen meine Zeit zurückzugeben, denn sie waren alle mein Rückgrat, egal. Und meine Familie, Leute, meine Lebensgefährtin, jetzt sage ich es euch, kommt aus Düsseldorf. Und soll ich was sagen? Die ist die Mutter meiner Tochter Marie, die heute 6 Wochen alt wird. Also insofern, es gibt Liebe zwischen Krefeld und Düsseldorf, glaubt es mir. Und die komplette Familie von ihr ist auch mit dabei. Und das bedeutet mir mein ganzes verdammtes Leben. Wirklich, das ist mein Leben. Und ich habe 18 Jahre diesen Job gemacht, mit viel, viel Herzblut, mit ohne Ende. Und wisst ihr was, egal was passiert, ich bleibe Fan der Pinguine. Egal ob Erste Liga, Zweite Liga, Oberliga, scheißegal. Mein Herz ist schwarz-gelb. Danke, Krefeld! Also eine Sache, die ist bei ihm wie immer, er überzieht gnadenlos, deswegen komme ich jetzt in die Gänge hier. Lieber Christian, ich weiß noch, als wir das erste Mal hier, als du auf das Eis gegangen bist, war dein Motto, ich kann hier machen, was ich will für euch. Ich darf mich nur nicht auf die Fresse legen hier auf diesem Eis. Über 500 Spiele, du hast dich, glaube ich, nicht ein einziges Mal aufs Gesicht gelegt. Ich kann mich noch sehr gut an den ersten Auftritt erinnern. Du warst so blass. Du hattest so Schiss, hier aufs Eis zu gehen. Und Durchfall. Und ich glaube, ich kann das sagen. Du warst damals der jüngste Stadionsprecher in der DEL mit 24 und du gehst für mich, für viele von uns, als der Beste in der DEL. Weil bei Christian Respekt und Fairness ganz oben steht. Gegnerische Fans, lieben Gruß, berichten über die Gastfreundschaft, die du hier entgegenbringst. Du setzt dich für soziale Zwecke ein. Rivalität gibt's nur auf dem Eis. Du machst dir nie zu schade und vergessen auch deine Rede abseits des Eises. Zum Beispiel zu den Anschlägen in Berlin. Lasst uns lauter sein als die. Du hast immer, immer die richtigen Worte gefunden. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn es gut läuft, ist das als Stadionsprecher Kindergarten hier. Aber wenn es scheiße läuft, und sagen wir mal so, in den letzten Monaten ging so, ja, da entscheidet es sich, wie gut man wirklich hier ist. Und du hast in jeder Situation immer die richtigen Worte gefunden. Du hast über 18 Jahre lang immer hier 100% gegeben für die Pinguine. Und ich möchte mich jetzt stellvertretend für uns alle bedanken. Du warst und bist in all den letzten Jahren das Konstanteste, das Beste, das Professionellste und das Wunderbarste, was uns Fans hier passieren konnte. Vielen lieben Dank! Ich bin offiziell überfordert.
Das bedeutet, wir müssen noch Eishockey spielen. So oder so. Von Herzen meinen tiefsten Dank an euch alle. Ich bin wirklich, auch wenn ich gerade keine Tränen heule, ich bin gerade extrem stolz auf mich. Das wird gleich nochmal kommen. Es bedeutet mir die Welt. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr hier seid für die Pinguine, dass ihr hier seid für den Standort Krefeld, dass ihr ein eindrucksvolles Statement setzt. Ihr seid erste Liga und wir kommen zurück. Krefeld wird niemals untergehen. Dankeschön. Es war mir eine riesige Ehre. Vielen Dank.